Arbeit. Endlich. Und ich habe Post bekommen vom Andy. Es geht um das Pass-Around dieses Neckknives von Real Steel Knives. Meine Art, wie ich das vorstelle, ist immer, indem ich was Praktisches mache. In diesem Falle habe ich diesen Löffel ausschließlich mit diesem Messer geschnitzt. Also mein Dank geht an Stefan 123321, der zusammen mit Messer & Co. von Dirk Wanger dieses Passaround ins Leben gerufen hat. Der Flachschliff mit Sekundär Schleifkerbe, der ist gut kontrollierbar. Und beim Schnitzen von mir weg ist einer der Hauptpositionen, die ich nutze, ist diese Daumen-Wegdrück-Position. Da bietet dieses Messer hier oben mit den 3 mm, also 3,5 mm bestimmt, gute Auflagefläche für den linken Daumen. Flakes lassen sich wirklich sehr schön kontrolliert hier abchipsen. Die ganze Zeit habe ich nicht einmal nachgeschärft. Jetzt bin ich an einen Punkt gekommen, wo das Messer an seine Grenzen kommt. Es hat nämlich diesen langgezogenen Bauch, der den Radius einer solchen Kuhle dann halt einstrengt. Wenn man beim Schnitzen gute Kurven machen will, dann ist es besser, wenn der Bauch kurz und einen kleinen Durchmesser ist. So bleibt mir eigentlich nur noch aus, über hier ein bisschen zu schaben. Aber ansonsten hat sich das Messer sehr gut erwiesen. Ich habe bei den Jimpings hier ein bisschen meine, sage ich mal, Irritationen, die finde ich ein bisschen zu scharf. Ich brauche keine Jimpings. Jimpings sind meiner Meinung nach eher ein Designelement oder wenn man die Kraft von der Hand ohne Abrutschen auf die Klinge in der Stichposition überträgt. Aber ansonsten brauche ich Jimpings nicht. Dass hier die Aussparung ist, finde ich sehr praktisch beim Schnitzen. Ich nehme da gerne mal meinen Mittelfinger rein und halte die Klinge dann so und kann dann sehr kontrolliert hier innen drinnen zum Beispiel die Tiefung schaben. Und der Hebelwirkung. Also hier habe ich angefangen, ein Loch zu bohren. So muss ich von der anderen Seite gegenbohren. Datenmaße, die kriegt man in jedem Laden, bei jedem Datenblatt. Da möchte ich euch nicht mit belasten. Für mich muss ein Messer in der Holzverarbeitung
beziehungsweise geeignet dafür sein. Das empfinde ich so, dass das der Fall ist bei dem Messer, weil es die Schärfe jetzt über die letzten 5 Stunden, wo ich insgesamt an diesem Löffel geschnitzt habe, gut gehalten hat. Ich meine, man könnte es zwar wieder abziehen, aber ich sehe jetzt keine Lichtbrechung oder dergleichen. Hey guys, this is Josh with the Gear Sanctuary. Thank you for tuning in. All right, guys, this is another day of unboxings and new gear. I normally don't post any videos on the weekends, but I decided that today was my birthday, and I got some cool stuff. Today, you're going to get 3 videos, 2 unboxings, and a slight tabletop overview due to a suggestion from a video by Aerocord USA. His everyday carry for a flashlight is a Bushnell little pocket flashlight. So my wife and I were in Walmart yesterday, and they had what he suggested, and I had to get one. So let's get to it. Little pocket flashlight, 50 lumens, and I thought I would try it out. So I'm going to rip this puppy open, and we're going to have a quick tabletop overview. And so in the box, as you can see, there's some slight information on the back of there, 50 lumens, 2 hours and 15 minutes run time, and 32 meter distance, and some other good information. There is also, hold on. It's also a little tiny pocket user guide, just some good stuff, whatever. All right, this little flashlight is a... This little flashlight is a 1 AAA battery usage. And we're going to take a look at this. Yeah! Alright. As you can see, a nice little pocket clip. I would have rather this pocket clip gone the other way so I could stick it onto a hat or something. Baseball cap, whatnot. I may figure something else out to do that. But, momentary switch. Or full on, push it down all the way. This is a pretty nice light. It's pretty bright. 50 lumens is pretty good, especially for a pocket EDC light. All right, guys, I would say that this probably weighs 1 ounce or less. It is extremely light. It's made of aircraft grade aluminum. It feels good in the hand. It's pretty good. Guys, I will let you know how this works as an EDC flashlight in a couple of weeks. I'm going to pocket this every day and see how it works up, and we'll go from there. All right, guys, thank you so much for tuning in to this.